Am Sonntag fand zum 9. Mal ein sportliches Naturerlebnis der besonderen Art statt. Bei dem Run um das Rantumbecken wird der Deich zur Laufstrecke. Pünktlich 10 Uhr fiel der Startschuss für die 200 Läufer. Die 10 Kilometer lange Strecke wurde im Uhrzeigersinn gelaufen und die Sportler hatten mit viel Sonnenschein beste Voraussetzung für den Run. Bei dem Lauf um das Naturschutzgebiet Rantumbecken steht der Spaß im Vordergrund. In diesem Jahr kam es zu einer Premiere. 3 Teilnehmer von der Insel Sylt befanden sich unter den 3 Erstplatzierten. Nach 37 Minuten und 25 Sekunden erreichte Jan Kaumanns aus List als Erster das Ziel. Henning Lebbeck brauchte 38 Minuten und 4 Sekunden für die 10 Kilometer und Sandra Morchner war nicht nur die beste Frau, sondern auch die Drittplatzierte mit 40 Minuten und 31 Sekunden. Am vergangenen Wochenende läuteten die Morsumer Kulturfreunde e.V. mit dem traditionellen Herbstmarkt die neue Jahreszeit auf Sylt ein. Viele Besucher fanden den Weg nach Morsum, um an den zahlreichen Ständen zu stöbern. Die breit gefächerte Auswahl reichte von Kunsthandwerk über Schmuck bis hin zu Handarbeiten. Zudem präsentierten sich Anbieter regionaler landwirtschaftlicher Produkte. Die Morsumer Kulturfreunde geben im Morsum höchst zudem einen Einblick in die Bräuche und Traditionen der Region. Das Team vom Bistro Wie zu Hause sorgte mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl. Auch der Flohmarkt im oberen Geschoss lockte viele Besucher an. Gemeinsam mit 2 Dutzend Ausstellern hatte der Verein die 2-tägige Traditionsveranstaltung arrangiert, die viele Sylter und Gäste in den Inselosten zog. Die Energieversorgung Sylt ist der Vorreiter für Elektromobilität auf der Insel. Elektrofahrzeuge und E-Bikes sind umweltfreundlich, günstig und leise. Das Unternehmen unterstützt die E-Mobility-Technologie mit einem eigenen Programm und vielen Angeboten für Sylter und Gäste. Zusammen mit den Kunden will die EVS dafür sorgen, dass Sylts einzigartige Natur, die klare Meeresluft und die Lebensqualität an der Nordsee gleich bleiben. Immer mehr Ladesäulen mit 100% Naturstrom aus Wasserkraft werden in den Gemeinden errichtet. Die EVS stellt die öffentliche Ladeinfrastruktur neben Ladelösungen zur privaten oder gewerblichen Miete zur Verfügung. Diese Ladepunkte mit Ladenetzzugang stehen unter anderem in List auf dem Parkplatz am Erlebniszentrum, in Westerland auf dem Parkplatz am Bahnhof und in Kampen. Auf der letzten Sitzung der Gemeindevertreter Sylt wurde Kritik an dem Standort der neuen Trafostation in der Neuen Mitte in Westerland laut. Das Bauprojekt Neue Mitte sorgte bereits in der Vergangenheit für Diskussionen unter den Politikern. Die öffentliche WC-Anlage, die auf dem Vorplatz stand, wird zukünftig in das Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses integriert. Unmittelbar neben dem Übergangstoilettencontainer befindet sich ein Trafohäuschen der EVS. Die Station wurde ohne Absprache mit den Gemeindevertretern vergrößert, um den neuen elektrischen Anforderungen des Baus gerecht zu werden. Jedoch muss der Standort beibehalten werden, da Alternativpläne aus verschiedenen Gründen scheiterten. Auch die Überlegungen, den Trafo unterirdisch auf dem Platz unterzubringen, sind aufgrund der hohen Kosten von 150.000 Euro fehlgeschlagen. Um das Häuschen in das Städtebild zu integrieren, wird jetzt geprüft, ob es mit Holz verkleidet oder hinter Pflanzen versteckt werden kann. Das Positionspapier Leitlinien Tourismus Zukunft Sylt hat vorgeschlagen, 2,5 Millionen Euro der Sylt Marketing GmbH für das insulare Marketing bereitzustellen. Auf der Gemeindevertretersitzung Sylt wurde nun beschlossen, dass zukünftig 1,25 Millionen Euro für das insulare Marketing investiert werden. Die Gemeinde Sylt hat sich entschieden, 1,25 Millionen on top zu bringen fürs Marketing. Das ist aber jetzt eine Entscheidung der Gemeinde Sylt. Wir werden das noch besprechen mit den anderen Amtsgemeinden. Es war ja eine höhere Summe in den Erwartungshaltungen und auch in den Ideen. Es gibt ein Marketingkonzept, das eben sagt, die Insel Sylt soll sich besser aufstellen, braucht mehr Geld ins Marketing, fürs Innen- und Außenmarketing. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wenn wir jetzt nicht das ganze Geld zur Verfügung stellen, sondern nur einen Teilbetrag, wie wir das dann umsetzen. Finden wir insularen Konsens und wie refinanzieren wir das auch? Denn diese Gelder, die wir reinstellen, führen ja auch dazu, dass wir als Insel eine höhere Kostenlast einfach haben und dadurch eine Umschichtung natürlich auch erreichen müssen. Das ist sehr spannend. Das wird auch die Tourismusabgabe natürlich auch betreffen, um eine Refinanzierung auch reinzubekommen. Von daher werden wir einen Teilbetrag als Gemeinde Sylt tatsächlich selbst mit in einbringen als Finanzmittel. Diese Diskussion werden wir führen insular, um dann zu schauen, ob wir zum 01.01.2017 dann ein neues Konzept mit neuer Finanzierung auf den Weg bringen können.
Die DB Fernverkehr AG baut ab dem 25. September einen neuen Bahnsteig für den Sylt Shuttle Plus an Gleis 5 im Bahnhof in Westerland. Der Steig wird 25 Meter lang und eine Höhe von 55 cm über der Schienenoberkante haben. Ziel ist es, den Gästen ein bequemes Ein- und Aussteigen sowie verbesserte Fahrzeiten zu ermöglichen. Aufgrund der Baumaßnahme reduziert sich die Fahrzeit von Westerland nach Niebel um 17 Minuten, da die durchgeführten Rangierfahrten entfallen. Der Bahnsteig erhält eine Beleuchtungsanlage, Sitzgelegenheiten und Infovitrinen. Zudem wird ein taktiles Leitsystem für die autonome Bewegung und Orientierung für sehbehinderte und blinde Personen geschaffen. Laut der DB Fernverkehr AG wird es aufgrund der Bauarbeiten nicht zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr kommen. Fertigstellung des neuen Gleises ist voraussichtlich im Oktober. Heute Morgen fiel der Startschuss zur 5. Sylter Lehrstellenrallye. Organisiert und durchgeführt wird die Veranstaltung von dem Verein Sylter Unternehmer in Kooperation mit der IHK Flensburg. Rund 240 Sylter Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen aus dem Gemeinschaftsschulteil und dem Gymnasium erlebten das Ausbildungsangebot der Insel hautnah. Die Teilnehmer waren direkt in den Betrieben und erhielten einen tieferen Einblick in die praktischen Tätigkeiten der jeweiligen Berufe. Die Kinder wurden insgesamt auf 28 Gruppen aufgeteilt, um möglichst viele Berufsfelder kennenzulernen. Zudem wurden die Touren abwechslungsreich zusammengestellt und vereinten Branchen wie Handwerk, kaufmännische Berufe, Hotel und Gastronomie, Dienstleistungsberufe oder den Pflegebereich. Auch setzten die Betriebe ihre Azubis ein, die aus der Praxis berichteten und den Schülern für Fragen zur Verfügung standen. Die Lehrstellenrallye ist folgendes. Also die Sylter Unternehmer stellen ihre Ausbildungsberufe hier auf Sylt vor. Wir von Rosier stellen unsere Ausbildungsberufe vor. Einmal im kaufmännischen Wesen bilden wir den sogenannten Automobilkaufmann aus, in der Werkstatt den sogenannten Kfz-Mechatroniker. Neu wird sein bei uns schwerpunktmäßig einmal Pkw. Die Zukunft von morgen ist auch Karosserie, deswegen bilden wir auch ab 2017 aus den Ausbildungsberuf Kfz-Mechatroniker schwerpunktmäßig Karosserie. Des Weiteren den sogenannten Lageristen, Fachkraft für Lagerlogistik, und 2018 oder 2019 wollen wir auch auf der Tankstelle, auf unserer Aral-Tankstelle, auch einen Tankwart ausbilden. Die Insel ist bereit für das letzte Surf-Event in diesem Jahr. Bereits zum 33. Mal findet vom 30. September bis 9. Oktober 2016 der Windsurf World Cup Sylt am Brandenburger Strand in Westerland statt. In drei Disziplinen kämpfen über 100 Teilnehmer um den Sieg und wichtige World Cup-Punkte. Zudem wird auf Sylt ein Super Grand Slam ausgetragen, bei dem alle Teilnehmer in drei Disziplinen gegeneinander antreten. Mit einem Preisgeld von 120.000 Euro ist der World Cup Sylt außerdem das höchst dotierte Event innerhalb der PWA-Tour. Die Zuschauer erwartet ein Event der Spitzenklasse mit einem umfangreichen Rahmenprogramm auf der Promenade. Kulinarische wie sportliche Highlights können genossen und ausprobiert werden. Auch garantieren die After-Surf-Partys auf zwei Dancefloors im Veranstaltungszelt eine ausgelassene Stimmung. Anlässlich der bundesweiten Woche der Wiederbelebung organisierte die Asklepios Nordseeklinik am gestrigen Donnerstag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr im Modehaus Habe Jensen den Aktionstag Ein Leben retten, 100 pro Reanimation. Der ärztliche Direktor Dr. Jan Kastan betreibt zusammen mit seinen Mitarbeitern Aufklärungsarbeit zum Thema Wiederbelebung. Ja, wir haben nicht nur den Tag der Wiederbelebung, sondern es ist im Moment die Woche der Wiederbelebung. Das ist eine bundesweite Aktion. Wir von der Nordseeklinik haben uns heute den 22. September rausgesucht. Wir versuchen der Bevölkerung die Laienreanimation nahezubringen, um einfach die Akzeptanz in der Bevölkerung zu steigern, was zu tun. Und das Einfache, was wir hier beibringen, kann jeder machen. Das ist ganz einfach geworden. Alles das, was man früher im Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein vielleicht gelernt hat, kann man eigentlich vergessen. Man muss drei Sachen beachten: prüfen, rufen, drücken. Das heißt also das Bewusstsein, überprüfen, die Person rütteln, schütteln, ansprechen, wenn sie keine Reaktion zeigt, einen Notruf absetzen. Das heißt also 112 verständigen, das kann man natürlich auch delegieren, jemanden von den Rumstehenden sagen, informier den Rettungsdienst, und dann direkt mit der Herzdruckmassage anfangen. Das heißt Oberkörper entkleiden, in der Mitte des Brustkorbs auf Höhe der Brustwarzen 5 bis 6 cm tief, 100 bis 120 Mal pro Minute den Brustkorb zusammenzudrücken, und das so lange, bis der Arzt kommt oder bis der Rettungsdienst kommt. Und dann kann man Menschenleben retten. Aufgrund von Kabeltiefbauarbeiten zwischen Morsum und Westerland fällt am Samstag, den 24. September 2016, sowie am Sonntag, den 25. September 2016, der erste Sylt-Shuttle morgens je Fahrtrichtung aus. Das betrifft den Zug um 5.05 Uhr von Niebel nach Westerland und den Zug um 5 Uhr von Westerland nach Niebel. Somit verkehrt der erste Zug ab Niebel um 6.05 Uhr und der erste Zug ab Westerland um 6 Uhr.
Die Deutsche Bahn AG bittet die Beeinträchtigung zu entschuldigen.